Frage. Oh, trotz dass so viel, ja, so viel Zeit ist ja gar nicht vergangen. Wir waren ja die ganze Zeit an dem letzten Tag hinüber und haben ziemlich viel geschaffen gekriegt noch. Oder geschafft. Schade, jetzt hat er schon keinen Bock mehr. Das ist so blöd, wenn man direkt wieder anfängt, wenn da schon so keinen Bock mehr drauf hat. Oder so viel Zeit schon, oder so viel geschafft gekriegt haben, noch habe ich da gar nicht mehr dran gedacht, dass er keinen Bock mehr drauf hatte. 6, nice. Endlich mal auch 2 Ausdauer. Ja, 2 Stärke werden wir wahrscheinlich dann auch diesmal schaffen, weil ich dieses Ganzkörpertraining machen werde. Muss auf jeden Fall noch mal arbeiten. Meine, jetzt sind es noch 2 Tage. Ach nee, ist morgen direkt. Ja, trotzdem wahrscheinlich. Die Übung würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Für so einen fetten Hammer und auf einem elastischen Gegenstand drauf hämmern. Richtig nice. Wobei ich auch Bock hätte, auf Eisen drauf zu hämmern. Ja, jetzt haben wir schon gleich nichts mehr zu essen. Ja, doch, nichts mehr zu essen. Ich glaube bei 9% oder so hört er auf. Ja. Gut, dann Scheiße. Haben wir noch was zu essen? Ich habe wieder nicht dran gedacht. Ja, jetzt müssen wir erst ans Telefon. Ach, ich habe ja auch hier Pause gemacht beim letzten Mal beim Telefon klingeln. Und als ich die Aufnahme wieder gestartet habe, hat das Telefon gar nicht mehr geklingelt, glaube ich. Das Geld nicht mit rumträgst. Da draußen gibt es eine Menge zähliger Typen. Also er sagt gerade, dass wenn wir halt auf der Town Map unterwegs sind, dass wir nicht so viel Geld mit rumtragen. Aber ich habe es bisher noch kein einziges Mal gehabt, dass ich da jemandem begegnet bin. Jetzt haben wir, das Sportgeschäft ist aufgetaucht. Das könnten wir theoretisch eigene Sportgeräte kaufen. Ich kaufe mir den Punching Ball meistens und das war's dann. Gut, dass wir noch zu essen haben. Zur Not haben wir den gammeligen Burger noch. So, aber jetzt müssen wir nämlich arbeiten gehen nochmal. Obwohl, müssen wir eigentlich gar nicht. Wir gehen mal wieder ein bisschen auf Risiko und arbeiten nicht. Trainieren den Rest jetzt ab. Obwohl, ist morgen, ne? Das werden wir heute den Tag machen. Ja, scheiß drauf. Ja, haben natürlich kein Geld mehr. Ne, wir müssen auf jeden Fall arbeiten dann. Aber das passt. Eine Runde reicht. Ich glaube, es geht doch nicht schneller als bei den anderen Versionen. Und jetzt müssen wir direkt wieder pennen. Weil ich ganz gerne auch Ultimate Fight heute machen will. Ne, ich muss 2 Fleisch kaufen. Ich muss auf jeden Fall 2 Fleisch kaufen. So muss ich Zeit aufwenden. Können also nur 1 Dollar maximal ausgeben. 2 ist schon zu viel. Kämpfe sind heute. Ich werde nur bis zur. Wie viel ist halt 12 Uhr? Schlafen. Mehr bringt eh nichts. So viel können wir heute gar nicht mehr trainieren. Kostet 3 Dollar, das ist zu viel. Wir müssen Eintritt zahlen. Und da wir Ultimate Fights machen, würde ich ganz gerne zumindest die Ausdauer auf 3 kriegen. Und vielleicht kriegen wir auch die Stärke auf 2, dann könnten wir den Ultimate Fight auf jeden Fall schaffen. Das ist jetzt also nicht so schlimm, dass er einem
bisschen jetzt mal auf Stärke aufmachen. Die dürfen wir jetzt noch auf 2 kriegen in diesem Tag. Hoffe ich doch. Ich denke aber schon. Das finde ich immer ganz cool, so kurzfristig noch so ein paar Sachen machen. Ah, das ist ganz knapp hier. Das heißt, wir müssen sofort aufhören, wenn wir anfangen mit Band drücken. Deswegen klicke ich jetzt hier hin, aber der hat ja immer Verzögerung. Gut, dann haben wir 2-6-3, das ist sehr gut. Und ich mache erst einen Ultimate Fight, weil dadurch kriegen wir Geld. Und würde ich erst den machen, hätte ich schon weniger Energie und der Ultimate Fight ist härter. Deswegen mache ich direkt den 2-5-3, wir haben 2-6-3. Also die Ultimate Fights sind schon hart. Wir haben nur 0,1 Genauigkeit mehr und er hat ganz viele Fähigkeiten. Das ist das Problem. Wir haben 3 Leben mehr. Ich glaube, ich nehme dann den taktischen Tritt, weil er verbraucht dann viel mehr Ausdauer durch sein ganzes Gedöns da. Und wir hauen ihn nochmal Ausdauer weg und Geschick weg. Ach, wir haben ja 3 verschiedene, genau. Aber blocken habe ich ja nicht. 3, 5, ja, dann machen wir den Kick noch. Ja, der kostet 2, ja. Gut, machen wir es so. Und hoffen, dass wir wieder mal gewinnen. Dass das Glück auf unserer Seite ist. Boah, da wird auch ordentlich, ey, 7. Der hat auch diesen Kick, einen tiefen Tritt. Wir sind. Ja, sieht gut aus. Kann sich aber noch wenden. Ausdauertechnisch sind wir ungefähr gleich auf. Aber das spart uns ordentlich Zeit, weil wir dadurch dann direkt wieder Kohle kriegen. Und nicht so viel arbeiten müssen insgesamt. Das trifft doch mal. Nicht du, wir sollen treffen. Der holt auf. Aber der hat auch gleich keine Ausdauer mehr. Jetzt können wir ihn downhauen. Komm. Hau ihn kaputt. Ah, schade. Oh oh. Der holt auf. Ausdauertechnisch sieht er jetzt auch besser aus und er könnte uns jetzt kaputt hauen. Kacke. Komm schon, komm schon. Nein, Alter, hat er reingehauen. Jetzt kommt einer noch bitte. Ja. Wieder so extrem knapp mit 3 Leben. Also ich glaube, den nächsten Ultimate Fighter warte ich noch, bis ich den mache. Weil das ist mir dann doch zu risikoreich. Krass, ey. Auf $40 wieder. Nächster Landpunkt kostet 6. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Energie. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf noch machen will. Aber ich mach das jetzt einfach. Scheiß drauf. 212, okay, den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Trotzdem haben wir mehr Leben, obwohl wir nicht so viel Gesundheit hatten. Ja, das sieht gut aus. Ich bin mal gespannt, was wir als nächsten Talent auswählen werden. Dann wissen wir noch irgendwas, ja, technikbezogenes. Nee, aber dieser Run sieht eigentlich ziemlich gut aus momentan. Also besser als beim letzten Mal noch. Und wenn ich vor dem 103. Tag ins Late Game komme, dann bin ich besser als beim letzten Run. So, den haben wir ziemlich fertig gemacht.
Auch wenn unsere Kämpfe natürlich immer ein bisschen länger brauchen, weil wir halt ja langfristig denken mit unserer Technik. Angriff überspringen, das könnten wir machen. Dann können wir uns Ausdauer regenerieren. Ach, da brauchen wir einen hohen Schlag gar nicht für, das ist gut. Aber das können wir immer noch machen. Momentan brauchen wir es noch nicht. Ich würde sch gerne schnell zum Reisesser hin. Weil dann können wir. Wird behauptet, es ist einfach, seine Stäbchen zu essen. Ich behaupte das. Ich habe mir letztens Essstäbchen geholt und habe damit noch nie vorhantiert und dachte, ich könnte das überhaupt nicht. Dann habe ich damit gegessen. Das ging eigentlich sofort. Das ist gar nicht so schwierig. 10% mehr Geschick beim Training kriegen wir dann nämlich. Und unser Geschick kann ich unter 4 fallen, das ist eh nicht wichtig. Aber ich skill mal auf diese Linie. Aber bei den Reißesser haben wir nämlich schon den Weg des Tigers und können schon weiter. Wobei ich ja auch noch gerne den Dauerläufer hätte. Und das Muskelgedächtnis. Muss ich mal kurz überlegen, ob das Sinn macht, vor dem Weg des Kriegers, wie der Blitz, Wahrscheinlichkeit auszuweichen, zu treffen, die 500 Schaden. Gegenreaktion. Ah, ich glaube, ich mache vorher noch das Muskelgedächtnis und den Dauerläufer. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, ich mache es aber. So, direkt schon wieder weiter anmelden. Oh, da ist Roy schon. Rang 7. Also sind aber jetzt auch schon besser als Roy eigentlich. Deswegen können wir uns gut und gerne für den nächsten Fight anmelden. Für den Ultimate Fight glaube ich nicht, dass wir das packen, den nächsten schon. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch wir noch haben. Ach, jetzt kommt erstmal der, genau. Den machen wir jetzt eben fertig. Dafür haben wir gute Stats für den. Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Ich wollte nur eine Limo, aber ich kann auch später wieder kommen. Gar nicht, wenn du was willst, dann nimmst du die auch. Nee, wir machen den natürlich fertig. Obwohl der komische Kassierer dann immer nervt mit: Oh, mein Held, und du siehst heute wieder so stark aus. Deine Gesundheit ist gering. Das beeinflusst deine Gesundheit im Kampf, ich weiß. Ha, wir haben aber jeweils ein Stat mehr als er überall. Beziehungsweise, obwohl wir nur ein Ausdauer mehr haben, haben wir schon 4 Abwehr und er nur 2,6. Das rechnet sich wirklich genau. Wir haben nämlich 50% Ausdauer mehr. Deswegen haben wir auch 50% mehr Abwehr. Das heißt, Ausdauer 3 lohnt sich schon ordentlich. Ausdauer 4 dann noch umso mehr. Aber er hat irgendwie mehr Genauigkeit, obwohl wir mehr auf Geschick trainiert sind. Aber er ist kein Problem. Aber hier sind schon einige Entscheidungsmöglichkeiten. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher bei einigen Entscheidungen, was die optimalste ist, aber wir werden schon ganz gut damit fahren. Was heißt eigentlich am PM? Achso, AMPM. Ich dachte schon. Aber. Ich sehe gerade keine Uhr da. Oh. So, letzte Runde für dich, Junge. Ich hau dich kaputt. Ich finde den Stil voll cool mit 80er und 90er. Zack. Noch 14 Leben verloren. Ein Verbrechen verhindern. Oh, vielen Dank, mein Held. Den Kämpfer zu sehen hat mich an einer Freund erinnert. Er war mal ein Barmeister. Übrigens braucht er etwas Hilfe in seinem Restaurant. Ja, das ist ganz gut, der Cassie. Da können wir dann auch arbeiten, müssen nicht so weit laufen. Das heißt, wir können Zeit sparen. Wir kriegen da aber auch nur 30 Dollar fürs Arbeiten statt 50. So. Wie ist das? Gehe ich auch noch nicht hin. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ich zahle mal. Ich nehme mal den Bus so langsam. Kriege durch Ultimate Fights Geld rein. Und jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen, direkt einen Anruf. Hallo? Hey Junge, ich hoffe, du versuchst nicht einfach einmal hinzukommen. Achso, da gibt uns jetzt einfach nur Tipps. Also nichts Wichtiges. Dann nehmen wir es noch Arbeit und Essen. Das klingt cool, Junge. Sportskanone. Bla bla.
Erstmal schlafen. Junge. Diesmal können wir uns ganz ausschlafen, wo wir noch so viel Zeit haben bis zu den nächsten Kämpfen. Ich mache aber nicht komplett ganz, weil ich die Essensleiste komplett voll haben will, um die 10 Dollar. Ach, wir haben trotzdem voll Energie jetzt, damit wir das Training voll ausnutzen können. In 2 Tagen. Wir könnten jetzt theoretisch auch schon zu Roy gehen. Ach nee, doch nicht. Können wir noch gar nicht. Der wohnt eigentlich hier. Da können wir uns einen Buff holen. Und jetzt heißt es, wir 15% effektiver trainieren. Dafür müssen wir aber einen Vierteltag aufwenden, um mit ihm zu chillen. Und nochmal ungefähr einen Viertel- oder Achteltag, weiß ich nicht genau, um ihm zu helfen, bei seinem Auto das zu reparieren. Dann kriegen wir erst den Buff und dann weiß ich auch nicht, ob sich das lohnt. Zeitlich. Meistens nur in Kombination mit dem Buff. Ja? Ja, wo denn? Wo denn? Jo. Ja. Komm kurz, meine Eltern haben Bescheid gesagt, dass sie weg sind. Was? Irgendwas mit Anhänger hat er erzählt. Naja. Also mit der Kombination des Buffs von der Freundin, nicht von der Freundin, von unserer späteren Freundin, ist ein bisschen Spoiler, das ist seine Schwester, also von Roy. Und die gibt uns einen Buff, dass wir 4 Tage lang weniger essen und weniger Schlaf verbrauchen oder weniger Energie verbrauchen beim Training. Und dann sind wir gleichzeitig nochmal effizienter. Das in Kombination könnte sich lohnen. Aber die will immer 40 Dollar dafür haben, damit wir diesen Buff kriegen. Ja, wo waren wir jetzt? Training, Muckibude, genau. Ich fahre mit dem Bus. Geschicklichkeitstraining. Ich denke mal, dass wir 3-7-3 hinkriegen werden diese Runde. Ich bin mir echt nicht sicher, ob es sich lohnt für Stärke, das zu erforschen, dass wir nicht unter 4 kommen können. Ich mache es aber, glaube ich, trotzdem. Also die 7 kriegen wir bis übermorgen ja noch auf jeden Fall. Beim Geschick. So, das ist der Tag auch schon vorbei. Ganz Tag trainiert. Ordentlich hat er aber zugelegt, der. Boah. Plus 196. Ja, 3 bei Stärke schafft man nicht mehr, aber die 2 kriegen wir noch hin. 273 ist auch schon ordentlich. Ich meine, 2 Stärke ist schon doppelt so stark wie 1. Von daher, wie die das genau verrechnen, das weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. So. Wir machen Ganzkörpertraining, damit wir auch Geschick kriegen. Und hier können wir Dips machen bei der Maschine und das trainiert aber nur Stärke. Später kriegen wir noch andere Sachen. Ja, Boxsack wäre auch Ganzkörpertraining. Können wir theoretisch auch machen. Boah, gerade Hunger gekriegt, als wir 2 erreicht haben. Ja gut, wir müssen auch. Ach doch, ist ja erst morgen. Ich glaube, wir haben aber noch ein Fleisch, ne? Aber dann können wir nicht mehr trainieren. Wir müssen noch mal arbeiten, aber wir müssen erst essen. Ja, wir müssen noch ein Fleisch haben. Nice. So, das könnten wir theoretisch hier. Da brauchen wir 30 Dollar. Genau, gehen wir hier arbeiten einfach. Ich hoffe mal, dass es von hier bis zur Muckibude auch nur 1 Dollar kostet. Das wäre nämlich optimal. Hey, Apostel, bla bla. Hi.
gerade gesagt, aber. Naja. Pizza ausliefern. Klingt gut, ich mach's. Okay. Lieferpizza. Sieht aus wie so Panda-Ohren auf dem Helm. Ist auch so ein. So komische Gepardenstreifen oder sowas auf dem Helm drauf. Okay, dieser Tag ist bald zu Ende. Dann. Hier können wir auch jetzt eine Pizza bestellen, theoretisch. Ich glaube, das mache ich sogar. Das kostet. Weil sonst müsste ich zum Supermarkt, dann wieder zurück. Das kostet zu viel Zeit. Wir brauchen noch. Ja. Die gibt 20, die gibt auch 20, kostet aber mehr. Mache ich das? Ich glaube, ich mache das. Kann ich noch mehr trainieren? Zack. Gut. Dann Muckibude. Ah, es kostet leider 2 nochmal. Also, jetzt ist es eh egal. Weil wir eh die Pizza bestellt haben. Passt. Ich find's cool. Und jetzt können wir direkt wieder Geschicklichkeit machen. Ich könnte mich jetzt natürlich höher trainieren, auch in den beiden anderen Sachen. Dann könnte ich diese Runde, also morgen den Ultimate Fight vielleicht angehen. Ah, vielleicht kriege ich die Geschicklichkeit ja sogar auf 8. Aber ich denke mal, die Stärke mache ich dann einfach auf 3. Ah, geht natürlich jetzt hier ein bisschen runter. Ah, ich weiß es nicht. Wie wir das genau machen. Ich könnte jetzt natürlich Kniebeuge machen. Naja, egal. Ich mache einfach Geschick. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Kniebeuge mache, ob ich die Ausdauer noch auf 4 kriege. Ich glaube nicht. Sind gleich eh müde. Dann mache ich mal das Ganzkörpertraining, damit wir noch die Stärke auf 2 zumindest bekommen. Geld für den Energy Drink haben wir eh nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss auf die Bank gehen. Zack, boah, wir haben so ein Glück heute. Voll genial. Ach, herrlich. So, ich weiß gar nicht, ob sich die Energie und der Hunger auf die Fights auswirken. 273, ich wage es mal wieder. Ah, das ist Roy sogar. Ja, den können wir eigentlich ganz gut klein kriegen. Ja, sieht gut aus. Ist auf jeden Fall machbar. Boah, der hat aber viele Angriffe auf einmal gemacht. Boah, 11 Schaden. Ah, seine Ausdauer ist gleich schon down. Oh, der macht Schaden, ne? Oh, wie oft trifft der denn? Komm, hau ihn kaputt. Nein! Sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich weine gleich. Boah, ist richtig knapp mit dem Ultimate Fight. Aber jetzt. Komm schon. Jetzt schlag ihn nochmal. Immer wenn auf 0 ist, regeneriert er vorher wieder. Komm schon! Nein! Kann ich sagen, dass die Runde zu Ende ist, bevor der mal zu Boden geht. Boah! Was der reinhaut! Boah, ne, der macht uns mega fertig. Wo wir 7 Geschick haben, verdammt. Das kann doch nicht sein, ey. Komm schon, wenigstens diese Runde mal einmal zum Boden hauen. Gewinn tue ich eh nicht mehr. Damit ich zumindest weiß, dass es machbar ist, dass er mal einmal zu Boden geht. Ja, geht doch. Ja, Runde schon wieder zu Ende. Müssten eigentlich viel besser sein mit 7 Geschick. Aber ich habe so wenig Energie für den regulären Fight. Boah, scheiße.
Aber kann nicht alles immer perfekt laufen. Gleich ist die Runde schon wieder zu Ende. Naja, und da haben wir auch schon abgelost. Was das natürlich ziemlich kacke ist. Zumindest haben wir uns nichts gebrochen. Das Problem ist, jetzt haben wir so wenig Energie, also Gesundheit. Aber wo habe ich denn plötzlich 25 Dollar her? Habe ich trotzdem Geld gekriegt? Ich glaube, ich gehe zum Supermarkt. Und guck mal, ob es hier so Energie gibt. Heute gibt es also keine Bösewichte im Angebot. Fleisch gibt es 10. Ja, wir müssen ein Fleisch kaufen. Obwohl, ich hole, glaube ich, 2 Tiefkühlpizzen, dann habe ich mehr Energie. Dafür sind Tiefkühlpizzen nämlich gut. Und ich wollte gerade. Ich fahre mit dem Bus. Aber bringt eh nichts. Ich muss ja gar nicht mehr trainieren, bevor der Kampf ist. So. Hoffentlich gewinnen wir wenigstens den hier. Ah, 1, 2, 3, okay. Ich bin mal gespannt trotzdem, was wir zuerst fertig bringen. Ich weiß nicht, in der Ultimate League gibt es vielleicht weniger Gegner als in der Amateurliga. Und ich glaube, wir müssen nach der Amateurliga noch die Profiliga machen oder so, bevor wir weiterkommen. Ich glaube, Ultimate Fights ohne Pausierung, also ohne Tagpausierung durchzukloppen, ist relativ sehr schwierig, sag ich mal. Ich will nicht sagen unmöglich, aber schon schwierig. Und die letzten beiden waren ja auch schon glückabhängig, sag ich mal. Aber wir hätten gegen Roy eigentlich gewinnen müssen. Meiner Ansicht nach. Zack. Ja, es dauert halt ein bisschen länger als Techniker. Bis wir die anderen down haben, aber eigentlich meistens darauf gehen, dass wir die Energie komplett runterhauen von ihm und dann ja ihn zu Boden werfen. Oder kicken oder schlagen, wie auch immer. Komm schon. Also im Prinzip super Ausdauer, weil wir die ganze Zeit ausweichen und einfach warten, bis der Gegner keine Ausdauer mehr hat. Das heißt, es dauert insgesamt am längsten, das ist am langatmigsten, bis wir gewinnen. Also nicht unbedingt halt unsere physische Ausdauer, aber es ist am langatmigsten. Diese Taktik. Aber auch am effektivsten, finde ich. Was hat er denn da gemacht? Von der Rolle rückwärts irgendwie aufgesprungen. Na gut. Jetzt einfach so besiegt. Ah, wir haben sogar Geld gekriegt, das ist sehr schön. Ab einem gewissen Rang kriegt man halt so 20 Dollar dafür. So, 5. Platz haben wir jetzt. Champion. Achso, ist das Ziel, genau. Der Kumpel oder sowas. Ja, jetzt können wir mit Roy trainieren später. Wenn wir diese Bedingungen erfüllen. Scheiße, aus dem College wieder. Komm doch einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Voll cool, der Typ. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy ist echt ein guter Kerl. That's right. So, nächsten Anmelden. Beides in 3 Tagen. So, 9 Punkte. Das machen wir möglichst schnell. Dann machen wir den Reisesser. Dann kriegen wir mehr Geschick, ne? Ja, ich glaube, ich mache erst den Reisesser, bevor ich die anderen beiden hier mache. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kinnhaken braucht eh 3. Geduld. Hoher Schlag. Dauerläufer braucht mal 4. Angriff überspringen. Brauchen wir noch nicht. Ja, ich skill, glaube ich, erstmal auf den Reisesser. Rote Turnschuhe braucht man nicht, sind wir nur schneller in der Stadt. 30% weniger Zeit. Ich fahre sowieso baldig nur noch Bus.
Und da wir jetzt die Ultimate League nicht besiegt haben, haben wir jetzt keine 60 Dollar. Und das heißt, wir müssen arbeiten. Aber vorher müssen wir Energie tanken und dann können wir auch beim Supermarkt vorbeischauen. Ja, ich zahle. Mach also Pizza. Mein Freund hat ein Restaurant und er hat gleich einen Job für dich. Ja, ich habe doch schon Pizza ausgeliefert bei ihm. Noch für ihn. Fleisch. Zwei Stück. Ne, eins haben wir nur, ne? Oh, Scheiße. Scheißendreck. Ich zahle. Gut. Essen, schlafen, dann arbeiten, dann wieder essen, dann trainieren. Ich könnte eigentlich auch schon mit Roy trainieren. Aber ich glaube, ich mache das mit Roy erst, wenn ich den Reisesser erforscht habe. Dann lohnt sich das noch mehr. Komm schon, steh auf. Um nichts mehr zu essen. So, ich gehe hierhin arbeiten, auch wenn es 3 Stunden kostet. Gibt einfach mehr Kohle. Und wir kriegen noch Stärke dazu und Ausdauer. Weil es logisch ist. So, jetzt gucke ich mal, die Ultimate Fights sind in 2 Tagen. Aber heute haben wir noch, morgen haben wir auch noch. Ja. Lohnt sich es noch einmal weiterzuarbeiten und 100 Dollar zu kriegen? Ich glaube, das mache ich einfach mal. Wenn wir gerade schon mal da sind, dann müssen wir nicht nochmal 6 Stunden aufwenden, bis wir zum nächsten Mal hier beim nächsten Mal sind. Das geht auf jeden Fall noch klar. So, jetzt renne ich natürlich mit viel Geld rum. Zack. So, 4 Fleisch. Jetzt können wir 12 Dollar für Rumreisen ausgeben. Weil wir ja noch 10 brauchen. Und wieder pennen. Dann noch mehr essen, dann trainieren. Ja, so geht es erstmal ein bisschen weiter in dem Stil. Ein bisschen Grinding sozusagen. Deswegen werde ich bald wahrscheinlich auch wieder eine Aufnahmepause machen. Nachdem wir so ein bisschen trainiert haben noch, also wenn unser Essen alle ist, sozusagen, dann mache ich glaube ich noch ein Päuschen. So, beide Kämpfe heute. Ob ich den Ultimate Fight nochmal angehen soll, ich weiß nicht. Unsere Stats sind eigentlich nicht besser, seitdem. Und ich weiß gesagt, wie gesagt nicht, ob die Energie sich darauf auswirkt. Ich hatte es mal irgendwo gelesen von irgendeinem Kommentar, aber das muss nichts heißen. Und es gibt halt noch so keinen offiziellen Guide oder sowas für das Spiel. Gut, dass wir beim Seilchenspringen am meisten Geschick eigentlich kriegen, sogar. Ich gehe jetzt auch mal über, damit wir noch 2 Stärke kriegen, sind wir doppelt so stark. Jetzt muss man sich vielleicht sogar ein bisschen Dips machen. Die 2 Stärke brauchen wir auf jeden Fall noch. So. 237. Er hat ungefähr unsere Stats, nur halt anders verteilt. Mir ist der doppelt so viel Abwehr.
50% mehr Energieregeneration und wir mehr als doppelt so viel Genauigkeit. Ja, das wird mal wieder spannend. Ist jetzt also genauso hart wie der Ultimate Fight. Danach mache ich dann die Aufnahme Pause. Aber es sieht eigentlich gut aus, besonders langfristig, weil seine Ausdauer total runtergeht, obwohl der mehr als doppelt so viel Ausdauer hat wie wir. Aber durch unsere Technik einfach weichen wir die ganze Zeit aus, dann muss er hier 5 zahlen, hier für 3 zahlen, fürs Blocken muss er noch 3 zahlen. Wir hauen ihn nochmal mit unserem Techniktritt Ausdauer weg. Verbrauchen selber nicht so viel Ausdauer. Das ist eigentlich schon ganz cool, auf Technik zu gehen. Komm schon, in der zweiten Runde haust du ihn nochmal einmal auf Boden. Auf Boden! Los! Los! Yes! 14 Damage. Hätte aber immer noch mehr Leben als wir. Auch durch die Ausdauer. Ja, das sieht aber trotzdem gut aus. Aber wir ihn einfach jede Runde wahrscheinlich einmal, mindestens einmal zum Boden kriegen. Es sind halt immer 13 Damage statt 1 oder 2 oder 3 Schaden. Aber wir kriegen die Sonne nicht mehr zu Boden. Unsere Ausdauer schwindet so langsam auch. Dann lege ich mal 3, kostet das? Das kostet 2. Aber viel mehr Damage. 2, 4 mache ich mal statt 3, 5. Hat eine Genauigkeit von 82 und das von 85. Geht also. Jetzt sieht es doch nicht mehr so gut aus. Wenn man seine Ausdauer aufholt. Aber je öfter der zum Zug kommt, also zum Schlag kommt, desto bessere Chancen haben wir. Weil wir dann mehr ausweichen, er mehr Ausdauer verliert dadurch. Das heißt, es ist eigentlich auch nicht so sinnvoll, so viele Angriffsmuster reinzupacken. Aber dann verliert er weniger Ausdauer. Ja, zweimal auf dem Boden in der Runde. So, das war zumindest lebenspunktetechnisch auf gleichen Stand. Vor die Frage der Ausdauer. Und Technik. Aber letztlich der Ausdauer, ob es jetzt durch Technik kommt oder durch Ausdauer trainieren. Beziehungsweise durch Technik nicht weggeht. Also kommen kann ja nicht von Technik. Je nachdem, wie man es sieht. Oh oh. Ja, es sieht als sehr gleichwertig aus. Wir sind ja auch gleichwertig. Wir haben nur andere Verteilung. Komm auf den Boden, bitte. Komm jetzt, jetzt. Nein, nein. Ja. Hol ihn auf den Boden, sag ich. Scheiße. Hätte auch noch mehr Leben und mehr Ausdauer. Ah, ich weiß was. Wir skillen gleich in unserem Talentbaum. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir 0 Ausdauer und er haut uns zum Boden. Das war jetzt, glaube ich, unser Ende. Davon können wir uns nicht mehr erholen, obwohl wenn die Runde jetzt zu Ende ist. Fuck. Verdammter Mist. Wir kriegen trotzdem 4 Talentpunkte, das ist schon mal gut. Können aber kein Talent auswählen. Also als nächstes werde ich dann Angriff überspringen machen. Dann kriegen wir nämlich mehr Ausdauer. Und es ist halt besser von Vorteil auf uns, wenn wir nicht so viele Angriffsmoves drin haben. Ja, das andere Kämpfen könnten wir ja sparen mit so wenig Lebensenergie. Und ich weiß jetzt auch wieder nicht, ob wir noch Essen haben. Ich guck einfach mal. Ich sollte das mal merken. Ja, sehr gut. Gut, dann hier wieder eine Aufnahmepause. Es läuft trotzdem noch ganz okay. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und weiter geht's mit Punch Club. Ich glaube, wir müssen erstmal pennen. So wie ich das sehe.
Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo wir waren. Aber ich glaube in 2 Tagen oder sowas. Ich guck mal. Ja, in 2 Tagen ist sind Kämpfe. Können erstmal ganz ausschlafen. Dann wie immer noch mal kurz essen. Und dann kann es auch schon. Ne, da waren wir also. Das heißt, wir müssen arbeiten. Ich gehe mal ins Café, um Zeit zu sparen. Ist übrigens aus Pulp Fiction, denke ich mal. Die Szene. Dann liefern wir Pizza. Holen uns für 20 ein Fleisch und für 10 gehen wir dann ins Fitness. So. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, was der für ein T-Shirt anhat gerade. Irgendwie so eine Qualle oder so. Keine Ahnung. Das Geld haben wir auch noch. Zack. Und die 3 Dollar haben wir gerade so eben auch noch. Nice. Können wir Geschick erstmal auf 8 hochleveln. Und Stärke wieder auf 2. Aber das war's dann wahrscheinlich auch schon vor den nächsten Kämpfen. Ich bin gespannt, wie wir da abschneiden. Und dann werde ich mal gucken, wie wir unsere Talente weiter verteilen. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also, wie es aussieht, kommen wir auf jeden Fall auf 8. Also 2, 8, 3 schaffen wir auf jeden Fall. Gehen wir noch den ganzen nächsten Tag sogar. Vielleicht sogar den übernächsten noch, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, ich muss da eigentlich noch arbeiten, fällt mir gerade ein. Es ist morgen. Nein, arbeiten wir nicht. Machen wir schnell noch die 2 und die 3 voll. Dann kriegen wir Geld durch die Wettkämpfe. Ich hoffe, dass wir noch. Es wird knapp mit der Energie. Gut, dann müssen wir, glaube ich, den Burger essen, den ekligen. Weil 182 ist mir zu wenig. Minus 30, ich glaube minus 60 in Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das 60% sind. Das wäre ziemlich scheiße. Wir haben kein Geld, das ist das Problem. Wir kriegen von Nick auch nichts mehr zu essen. Wir können höchstens mit Roy ein bisschen abchillen. Das gibt ein bisschen Essen, glaube ich. Na, erstmal Dialog. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Verdammt, das ist ja blöd. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt, wie toll du bist. Voll cool von ihm. Sie ist nicht wirklich beeindruckt vom Kämpfen, aber hey, du solltest ihr mal Hallo sagen gehen. Du bist ein toller Kerl, haha. Nice. Danke, Mann. Ich sage bestimmt mal Hallo. Super, und jetzt komm, lass uns über Taktik und so reden. Danach können wir zusammen trainieren. Ja, ein bisschen entspannen. Schon auf 10%. Dann kriegen wir die 2 und die 3 hier noch hin.
durch das Entspannen mit Roy. Voll gut. Das kann man zur Not mal immer so ein bisschen machen. So, wenn er das hier sagt, dann ist es eigentlich genug, um mit ihm trainieren gehen zu können, nachdem wir noch hier sein Auto ein bisschen repariert haben. Also wir schlagen da eigentlich nur rum mit dem fetten Vorschlaghammer. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir wollen ja nicht, wir können ja nicht mehr so viel trainieren jetzt. Ja, reichen die paar Prozent? Ich mache mal noch 1-2%. So, komm schon rauf. Sonst wird das zu knapp. Wir müssen ja auch noch hier hin. Kostet 2 Stunden. Ah, scheiße, ich Idiot. Ah, noch 1 Stunde verplempert. Naja, die 3 schaffen wir auf jeden Fall. Wir haben ja kein Geld für die Muckibude. Aber die 2 weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ne. Kommt zu wenig Rote. Das hat auch schon wieder Hunger. Ja, ganz knapp. Ja, 1 Stärke ist ziemlich scheiße. Muss ich schon sagen. Aber er hat auch nur 1. Okay, den mach auf jeden Fall platt. Und dann können wir uns kurz was zu essen holen, auf Stärke 2 hochgehen, haben wir doppelt so viel Stärke. Und dann den Ultimate Fight machen. Also klappt eigentlich ganz okay, sage ich mal. Eigentlich sogar relativ gut. Bisher keinen größeren Fehler gemacht. Boah, 5-mal hintereinander schlägt er und 5-mal nicht getroffen. Das finde ich sehr nice. Ah, er ist kein Gegner. Neues Talent können wir auch noch aussuchen, bevor wir den Ultimate Fight machen. Ich mag Talentbäume und individuelle Charakterentwicklung. Das liebe ich am meisten an Computerspielen, muss ich sagen. Finde ich immer so spannend, interessant, was dabei rauskommt. Ja, Rollenspiel halt. Komm, schauen wir ihn um. Umhauen sollst du ihn. Nein, komm schon. Ah, schade. Haut ihn nie um. Aber diese Runde. Na, jetzt was? Ne, hat zwar 0 Ausdauer gehabt, aber diese Runde wird's dann was. 5. Runde schon. Nice. Komm, dann schaffst du nochmal. Dann geht's immer ein Stück schneller, deswegen finde ich das ganz geil. Jetzt, jetzt, jetzt! Ja! Ach, ich mag dieses Spiel voll. Die Entwickler würde ich gerne unterstützen. Hätte ich jetzt 10 Euro. Ach. Ich habe das natürlich gekauft. Ist ja klar. So, Talentpunkte. Angriff überspringen. Brauchen wir noch nicht. Gerne den Reizesser trainieren. Können wir effektiver trainieren. Und den Weg des Tigers machen wir den als nächstes. Ich glaube. Wo können wir den nächsten Talentpunkt denn freischalten? Hier wäre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssten wir da erst ausbauen. Ist hier noch einer vielleicht? Irgendwo ein Talentpunkt versteckt. Da war einer. Ja, direkt danach. Aktives Talent. Dann machen wir Weg des Tigers und noch aktive Talent. Dann mache ich schnelle Reaktion wahrscheinlich.
Und Angriff überspringen brauche ich dann noch und unaufhaltsam. Ja, ich hoffe, so mache ich das. Und ich glaube, ja, vielleicht mache ich das dann später mit dem, dass etwas nicht unter 4 fallen kann. Jetzt muss ich noch schauen. Weil erstmal, weil Ausdauer trainieren wir sowieso immer hoch, weil wir auf Seichenspringen angewiesen sind. Deswegen wird die sowieso immer so um die 4 sein. Und Stärke ist überhaupt nicht wichtig. Das können wir auch auf 2 lassen oder so. Deswegen möchte ich es, glaube ich, so machen eher. So, haben wir denn. Ja, wir haben noch ganz wenig Zeit. Aber das mache ich jetzt. Das heißt, ich fahre mit dem Bus. Hallo? Okay. Da muss ich. Jetzt da gerade. Geht da gerade gar nicht mehr. Dann muss ich mal kurz neu starten, glaube ich. So, wir sind wieder hier. Gucken, ob er jetzt dahin läuft. Ne, ah doch. Nice. So, dann hole ich kurz eine Tiefkühlpizza. Für 9. Ja. Ich könnte sogar noch eine holen, aber haben wir keine Zeit für. Brauchen wir auch gar nicht. Dann gehen wir nach Hause mit dem Bus. Schieben uns schnell die Fertigpizza rein. Trainieren noch ein paar Sekündchen, damit wir doppelt so stark sind. Und hoffen, dass das reicht. Auf. Sehr gut. Ach, ich liebe sowas, immer so kurz vor Schlusssachen, dass es dann noch funktioniert. Anmelden und kämpfen. 434 müssten wir eigentlich besiegen. Ja, ist Roy schon wieder. Okay, blocken. Kinnhaken, Cross und tiefer Tritt. 2, 4. 5, 7 könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber gehe, glaube ich, eher auf Technik, weil nicht so gut in Technik ist. Der Gegner. Zack. Das sieht sehr nice aus. Macht natürlich auch wieder ordentlich Damage, wenn er trifft. Das ist das Problem. Aber der verbrät seine Ausdauer, das ist sehr schön. Die dürfte in der nächsten Runde schon komplett verbraten sein, wenn nicht jetzt schon. Aber da trifft er wieder. Macht ordentlich Damage. So, komm, jetzt hauen um. Ah. Diese Runde hauen wir den auf jeden Fall um. Der Damage. Also er macht es noch spannend. Jetzt hauen um. Ja. Aber wenn wir ihn umhauen, machen wir ein bisschen mehr Damage, nur wie er mit einem normalen Schlag. Aber wir können jetzt ziemlich oft umhauen, das ist halt das Gute. Und jetzt hat er wieder 34 Ausdauer. Am meisten verliert er, wenn er halt verfehlt. Hauen um. Ja. Steh auf. Jetzt chillt er erstmal eine Runde. Erstmal ein Nickerchen. Zack. Das müssten wir eigentlich in der Tasche haben, wenn er nicht noch zu oft trifft, der Gegner. Hau nun. Wird knapp. Nein, es trifft er wieder und macht 8 Damage. Wir haben letzte Mal schon den Ultimate Fight verloren. Können wir uns nicht nochmal leisten? Wer regeneriert die Ausdauer immer? Der hat diese Fähigkeit hier rechts. Angriff überspringen, ja, scheiße. Ah, ich habe auch taktischen Fehler gerade gemacht, merke ich, weil wir haben so viel Ausdauer, dass wir auch einen fetten Angriff eigentlich nehmen können. 7er Angriff.
Ja. Boah, ne, es hat uns umgehauen, der Sack. Ah, macht er auch noch 9 Schaden. Ja, $20 kriegen wir zumindest und 2 Talentpunkte. Aber es bringt mir nicht so viel. Du wurdest verletzt, du brauchst etwas Ruhe. Ja, toll, 4 Tage. Okay, es sind nur die Beine. Nur die Beine gebrochen, die brauchen wir nicht. Ja, sehr schade. Aber das ist nicht so schlimm, weil dann machen wir einfach die Liga halt zuerst zu Ende. Und gehen dann halt den Weg über die Liga. Das geht halt auch. Naja. Haben wir aber ein bisschen weniger Geld.